Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Survive. Alles in dem Arsch. Guten Abend, Pumpman. Irgendwie ist die Steuerung komisch. Das stimmt, mit der Saki selber haben wir noch nicht geredet. Eine Nacht reicht einfach nicht, um über sowas hinwegzukommen, oder? Ja, ich bin wegen der ganzen Sache auch noch ziemlich durcheinander. Wir alle haben zugesehen, wie einer von uns verschwindet. Das war ein großer Schock. Ryu war ein schräger Typ, schlecht gelaunt, beleidigend und unkooperativ. Aber ich wollte nicht, dass er so verschwindet. Außerdem weiß ich, was sein eigentliches Problem war. Er konnte sich nicht ausdrücken. Ja, das ist mir jetzt halt, das ist das Problem. Das hat mich wohl an mich selbst erinnert. Deswegen habe ich zu ihm gehalten. Ich habe nie verstanden, wieso Saki, die so lebenslustig ist, immer bei Ryu war. Aber jetzt verstehe ich, sie dachte wohl, dass sie sich ergänzen. Das habe ich nicht wirklich bemerkt. Er war immer so einsam, deshalb hat er sich auch so verhalten. Stimmt, manchmal sind Leute einfach so, oder? Ich pack's immer noch nicht, dass du Vegimon bist. Du siehst das auch so, Floramon. Nein, überhaupt nicht. Was? Aber ich weiß, dass du sehr nett bist, Saki. Ich weiß, das ist besser als jeder andere. Nett? Was? Siehst du das auch so, Takuma? Ich finde Saki schon nett, aber sie kann manchmal auch etwas zu direkt sein. Außerdem kenne ich sie irgendwie noch gar nicht richtig. Ich finde dich sehr direkt. Ich finde dich nicht nett. Boah, das ist jetzt schwer. Ich weiß nicht, wie das Negative sein. Ich finde dich sehr direkt. Könnte es neutrale sein? Ich finde dich nett. Was magst du da mehr, wenn man zu ihr direkt ist? Ich meine, sie ist ja auch direkt. Wir können ja nochmal laden. Ich finde dich sehr direkt. Du bist sehr ehrlich, Saki. Du sprichst immer direkt aus, was dir auf dem Herzen liegt. Das beantwortet jetzt meine Frage nicht wirklich. Stimmt, du das nicht. Das klingt, als ob du ausweichst. Klingt wirklich sowas. Wow, das war die schlechte Antwort. Laden. Danke für nichts. Weißt du, immer nie, wie die reagieren. Das nervt mich. Ich weiß, es soll ja auch nicht so sein, aber... Ich habe ja schon ein paar Mal vorgewarnt. Ich werde da laden, wenn mich sowas nervt. Ich soll vielleicht einfach mal immer die direkten Antworten nehmen und nicht irgendwie viel zu viel überlegen. Dieses Spiel finde ich gut. Ja, ich finde, ich mag es auch. Ich finde dich nett. Ja, ich finde dich schon nett. Hey, was ist das denn für ein Name? Sag, ist wirklich sehr nett. Ja, sicher, aber ich weiß auch nicht. Was noch mehr dahinter steckt. Hä? Was soll das denn bedeuten? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Du hast Ryu offensichtlich verstanden. Wie du gesagt hast, du trägst das nicht vor dir her, aber du machst dir Gedanken um andere. Hm, was denkst du also über mich? Ah, ich dachte schon, hey, wo bleibt es? Damit bin ich eigentlich zufrieden. Danke, Takuma. Was? Oh, gern. Oh, Takuma, du wirst ja ganz rot. Bist du schüchtern? Etwa nervös? Warte, bis ich das Pflanzenschutzmittel hole. Nein, warum sollte ich nervös sein? Die Serena hat mich tatsächlich etwas aufgemuntert. Danke, Takuma. Okay, Karte über links. Oh, ja. Da sind die zwei. Da ist Ryuchi. Den mag ich überhaupt nicht. Warum soll das denn jetzt Floramon hier? Im Wald ist irgendwas? Geh mal in die Cafeteria, sprich mal mit dem anderen. Na komm, das ist wohl nicht hier. Handy? Wir sind Jugendliche, wir müssen erst alles mit dem Handy abfotografieren und filmen. Aha, aha. Okay, ignorieren wir das Ganze. Warte, was? Sogar mit Falcomon gibt's einen Punkt? Okay, mit dem Beispiel Minoru. Hallo Takuma, was gibt's? Ich klappe ja gerade alle ab, da heute Morgen niemand in der Cafeteria war. Kaito ist ziemlich aufgedreht, er will allein nach Mio suchen. Verstehe, dann sollten wir jetzt vielleicht nicht nur rumsitzen. Ja, ihr steht eigentlich alle. Ja, Kaito kann sich ziemlich Sachen reinsteigern, was? Besonders, wenn es um seine Schwester geht. Süßkorn. Ja, wer hätte gedacht, dass es so ein grober Klotz an seiner Schwester hängt? Das ist doch mal eine nette Überraschung, Minoru schlägt sich besser als gedacht. Übrigens, Takuma, welche Mangas magst du so? Was? Wie kommst du denn plötzlich darauf? Ist der richtige Zeitpunkt für so ein Gespräch? Ach, mach dich mal locker, außerdem will ich ein paar Sachen wegen unserer Situation fragen. Ich verstehe jetzt nicht, warum er mich das fragt, aber bitte. Ich bin kein großer Manga-Fan, meistens lese ich Superheldenzeug. Oder manchmal romantisch und witziges Zeug, aber das würde mir Minoru reinwirken. Romantisch und witzig. Bist doch in Ordnung.
Diese Comics, die er mag. Warum fragst du, sag ich nicht. Diese Comics, die er mag. Alles, was mir interessant vorkommt. Am liebsten mag ich Superhelden. Wusste ich's doch. Superhelden-Mangas sind der Hammer, oder? Magazin? Ach, hey, warte. Ich konnte doch das irgendwie nach... Ach, egal. In unserer Welt schaffen kann ich dir richtig viel empfehlen. Ich habe Lieblingsreihen, die ich schon ewig lese. Ich kann die nächste Ausgabe kaum abwarten. Mann, bin ich schon gespannt, was als nächstes passiert. Kommt das nur mir so vor oder klingt mir nur etwas gezwungen? Jedenfalls ist der Held immer der Coolste, da kommt einfach niemand ran. Wenn ich das lese, denke ich darüber nach, dass ich auch so sein will, das meine ich ernst. Minoru, bitte. Ja, richtig, du weißt gar nicht, wovon wir reden, oder Falco? Mal entschuldige. Mann, wenn es in dieser Welt nur Mangas gäbe, schon traurig, oder? Alles klar, überspielst zu sehr. Stell nicht so an, Minoru. Was meinst du? Es ist offensichtlich, dass dein Herz nicht in dieser Unterhaltung steckt. Echt jetzt? Mach dich nicht lächerlich, Wie gedacht, er hat eine Show abgezogen. Minoru wächst ziemlich niedergeschlagen. Na, konnte ich wohl dich täuschen, aber weißt du, nicht nur ich, die anderen sind auch, ist auch so. Nach Ryus Verschwinden gestern sind alle ziemlich niedergeschlagen. Ja, es ist jemand draufgegangen, vor euren Augen. Minoru bildet also keine Ausnahme. Und konnte ich nichts tun. Minoru, dabei habe ich mich mit Ryu nicht mehr gut verstanden. Eigentlich war er ein ziemlicher Verlierer. Ja, das macht es nicht besser, über die Toten herzuziehen. Aber über sein Verschwinden bin ich trotzdem nicht erfreut. Minoru, beruhig dich. Und es ist Mist, denn ich wusste, dass er zu kämpfen hatte. Er seit unserer Ankunft. So habe ich ihn nur die ganze Zeit ignoriert. Naja, es stimmt nicht. Du hast ihn nicht nur ignoriert, du hast ihn auch immer wieder mal so kleine Seitenhiebe gegeben. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe ihn nicht nur ignoriert, sondern auch geärgert und bin... okay. Er kommt von selber damit. Bin wirklich furchtbar. Es war nicht deine Schuld, Minoru. Mach dir nicht dauernd solche Vorwürfe. Versuch nicht, mich zu trösten. Ich weiß, dass es furchtbar war, was ich getan habe. Ryu nie anständig behandelt. Schwer vorstellbar, dass Minoru so niedergeschlagen sein könnte. Richtig ungewohnt. Aber auf seine Weise hat er viel an Ryu gedacht. Falcomon, ich denke, Minoru braucht jetzt etwas Zeit für sich. Ja, aber solange Minoru auf diese Weise über sein Verhalten nachdenkt, ist sein Herz am rechten Fleck. Na gut, was hat denn Falco zu sagen? Takuma, perfektes Timing. Wir haben gerade eine Unterhaltung gehabt, als ob das jetzt ein perfektes Timing sei. Egal. Stimmt was nicht? Es geht um Kunemon. Wie du weißt, konnte er nicht mehr durch Menschen kommunizieren. Ja, Steinbar fiel es ihm schwer, richtig zu kommunizieren. Wäre Kunemon das Wichtige gewesen und wäre er zu Ryu durchgedrungen? Hätte das alles ein anderes Ende nehmen können, glaube ich. Ja, da hast du vermutlich recht. Aber dennoch hatte Kunemon auf seine Weise sein Bestes versucht. Er wollte mit Taten statt Worten kommunizieren. Hat er das? Ja, Kunemon hat Ausrüstung für Ryu hergestellt. Das ist das Ergebnis seiner Arbeit. Was ist das? Ganz ehrlich, was hältst du von diesem Ausrüstungsgegenstand? Die ich übrigens auch mal nutzen sollte. Oh, er hat was ausgerüstet. Machtkristall. Heiligenknöchel. Fügt Lichtschaden zu. Absorbiert TP in Höhe des Teils des zugefügten Schadens. Verlangsamen von der Geschwindigkeit auf 2 Ränge. Nicht den mentalen Schaden zu. Hohe Ziele zu vergiften. Alter, ich soll das Zeug wirklich nutzen. Physische Verteidigung, Spezialverteidigung um einen Rang. Sinkt physische Verteidigung, Spezialverteidigung um einen Rang. Ja, was jetzt beim Gegner oder bei mir? Maximal SP plus 1. Warte. Steht er nicht plus 1? Warum hat er dann... Das ist plus 70. Boah, fuck, Alter. Anstachelnder Machtkristall. Fischer Angriff plus 2, SP-Rang plus 2. Provozieren. Ich sehe Funken und Augäpfel. Beeinflusst das den Angriff oder die Anziehung? Alter, mir geht mit Agumon voll auf. Wir hauen rein. Trainingsgegenstände. What the hell? Das gibt ja voll viel Zeug. Ja gut, was heißt voll viel 30, aber... Ich ignoriere sowas trotzdem meistens immer, weil das nur bloß so wenig ist. Profile. 27, 28, 12, 16.
Warte mal, sehe ich eigentlich. Profil war es. Moral 10, Imbrunst 2, Muni 20. Scheiße, Mann, ich bin halt immer noch voll in neutral. Man könnte es natürlich auch neutral nennen, damit es einfach ist, aber okay. Davon halte ich, weiß ja nicht mal, was sein soll. Bestimmt. Schwer für Rio geschuftet. Ich würde Falkomon ja gern sagen, dass das gute Arbeit ist, aber ich soll ja ehrlich sein. Sieht hochwertig aus. Es ist natürlich wieder Harmonie. Sieht hochwertig aus. Rio würde sich sicher sehr darüber freuen. Meinst du wirklich? Okay, Rio war ziemlich fließend zu Kunde, man konnte das vielleicht nicht so zeigen. Wenn es mehr Zeit miteinander verbracht hätten, hätten sie sich bestimmt gut verstanden. Verstehe, Kunemann wäre über deine Meinung sicher erfreut. Danke, Takuma, du kannst das Ding haben, wenn du willst. Was, bist du sicher? Ich hab's doch schon eingesteckt. Es war nur ein Prototyp und ich habe für so ein Zeugen keine Verwendung. Oh, ich hab's doch noch nie eingesteckt. Entschuldige, dass ich dich damit belästige. Nee, passt schon. Kostenloses Zeug ist immer geil. Naja, dann gehen wir halt zur Heususe. Der nervt mich irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Wo ist der wohin? Von weißt du, der hat das netteste Digimon, was wir in dem ganzen Haufen haben. Oder eher das schüchternste? Das schüchternste eher. Weißt du, der fällt sich einfach nur wie ein Arschloch. Jedes Mal, wenn er was sagt, geht er bloß auf ihn los. Damit der Mistkerl. Shuji. Oh, ich kann nicht mal mit Lobborn reden. Ja, es ist meine Schuld. Hätte ich doch nur nicht die Nerven verloren. Shuji. Wah! Oh, Takuma, tut mir leid. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wie geht's dir? Shuji, du wirkst immer so gequält. Ich mache mir Sorgen um dich. Klappe, was weißt du denn schon? Warum denn? Was, das macht doch keinen Sinn. Ich bin so anzugehen. Ich sitze nicht nur in diesem seltsamen Weltfest. Vor meinen Augen ist jemand gestorben. Tut mir leid, ich wollte nur. Der Professor wollte, dass ich genauso etwas vermeide. Hätte ich die Nerven behalten, wäre Ryu jetzt noch hier. Ich habe einfach versagt. Shuji, ich verstehe, wieso du das denkst, aber du darfst dir hier nicht die Schuld geben. Sind beiden zugestoßen, ist nicht deine Schuld. Nein, es ist meine Schuld. Ich bin der Älteste. Ich sollte hier der Anführer sein. Du kannst nun mal nicht alles beeinflussen, Junge. Es ist meine Aufgabe, dass alles in Sicherheit sind. Wieso soll ich das nur Ryus Eltern beibringen? Ja, seine Mutter ist ja tot. Ich weiß gar nicht, ob er einen Vater hat. Ich finde das verantwortlich, was passiert ist. Es ist nicht alles seine Schuld. Nichts ist seine Schuld. Ich weiß, dass ich hier wieder die schlechte Wahl treffe. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Warum ist denn das jetzt Imbrunst, Alter? Ihr macht mich wahnsinnig. War schon das, oder? 2049. Oder wollte er ihm einreden, dass das, ey, ist doch scheißegal. Denk später dran. Es ist halt wieder Harmonie, Alter. Ich werde grundsätzlich bei Harmonie stecken bleiben. Was du sagen solltest, aber ich entschuldige mich mit dir. Was das betrifft, was Ryu zugestoßen ist, trage ich die gleiche Verantwortung wie du. Oh, es war aber das Richtige. Prost. Danke, aber solltest du das nicht sehen. Ich bin ein grauenhafter Anführer, oder? Naja, es ist ja auch so, dass er der Anführer ist, der Takuma. Nein, bist du nicht. Du tust, was du kannst und das zählt. Oh, shit. Wer hat dich denn gefragt? Okay, aber würde es dir etwas ausmachen, mich jetzt ein bisschen allein zu lassen? Bist du sicher? Ja, ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. In Ordnung. Shuji. Nimm das sehr mit und es hilft auch nicht, dass er so verantwortungsbewusst ist. Sollte ich ihn eine Weile in Ruhe lassen. Okay, die anderen zwei sind immer noch hier. Floramon, Labramon. Ja, da ist das Ding.
Gehen wir in den Wald nahe Schule? Gehen wir in den Wald. Ich will wissen, was da ist. Der taugt nichts. Und dieser hier? Oh, da drüben. Ja, das könnte es sein. Takuma und die anderen werden es lieben. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter. Keine Spur von Agumon. Wo könnte er hingegangen sein? Hä? Da. Was ist das? Ausdauerpizza halten. Bäume sehen nicht wie etwas Vertrautes. Aus dieser Entfernung sieht man nicht, wie verfallen die Schule in Wahrheit ist. Das war's jetzt? Das hat mich jetzt einen Punkt gekostet? Gibt es eigentlich schlechte Antworten im Game? Ja, die Inbrunst-Antworten sind schlecht. Inbrunst ist für Virus wie Digimon. Es kommt halt darauf an, was du machen willst. Die Inbrunst-Dinger sind wahrscheinlich grundsätzlich welche, wo du wahrscheinlich kein gutes Zeug bekommst. Wow! Das ist viel Zeug, leckt mich fett. Wir waren hinten rechts beim Staudamm. Da oben ist der Schrein. Da ist die Schule. Links ist die Brücke, auf der haben wir gekämpft. Auf dem Turm waren wir. Jetzt geht's dann links zum Vergnügungspark. Hä? Halt, nein, warte, ich wollte in den Waldbereich. Freier Kampf. Also scheinbar verschwende ich da bloß meine Zeit, wenn ich da hingehe. Ja komm, laber mit dem anderen Pfeifenkopf in der Sporthalle. Der gemeint hat, der bleibt in der Cafeteria, aber okay, Agumon ist noch nicht hier. Warte mal, erstmal checken. Nein, nix. Okay, dann halt dann. Wie der andere halt immer daneben steht. Kaito! Was machst du denn hier? Ach nichts, ich wollte euch nicht stören oder so. Hey, komm schon, du gehörst jetzt zu uns, du musst dich nicht fernhalten. Hätte ich sie nur früher durchschaut, wäre er so nicht so gekommen. Es geht auch nicht nur dir so. Alle anderen wurden auch hereingelegt. Keiner macht dir einen Vorwurf, Kaido. Ich fühle mich aber trotzdem schlecht, okay? Ich habe mich die ganze Zeit egoistisch verhalten und nur an mich selbst gedacht. Aber ich habe das nur gemacht, weil ich dachte, ich muss für die Sache bezahlen. Ich konnte da nichts tun, obwohl ich Ryu in die Sache reingezogen habe. Das werde ich mir nie verzeihen. Nein, Kaido, es war nicht deine Schuld. Keiner von uns hätte was tun können. Stimmt, wir waren machtlos. Ich wollte mich trotzdem entschuldigen. Ich habe das Gefühl, ich hätte mehr tun können. Also, tut mir leid. Ich dachte immer, Kaido wäre dreist und unüberlegt, aber er ist wirklich ein guter Typ. Ein ausgeprägten Gerechtigkeitssinn ist überraschend ehrlich und sogar vernünftig. Vernünftig. Zu viele Antworten. Ist lustig, die leuchten jetzt halt wieder nicht, ne? Du bist wirklich ehrlich. Du bist ein guter Typ. Du bist ziemlich vernünftig. Ey, vernünftig trifft das schon mal überhaupt nicht zu. Bleiben wir bei gut? Das könnten aufregen. Ja, wir bleiben bei gut. Du bist schon echt ein guter. Das hört sich voll scheiße an. Hä, was soll das denn jetzt? Du dachtest, dass es nicht in Ordnung ist und hast dich entschuldigt, oder? Und du machst dir tatsächlich Sorgen darüber, was aus uns wird. Also bist du wohl ziemlich in Ordnung. Ach, ich weiß nicht. Ich will einfach nicht, dass irgendjemand wegen mir Probleme kriegt. Mehr nicht. Na, das ist doch gelogen. Aber genug von mir. Bist du sicher, dass die anderen kommen? Ich warte nur bis Mittag. Ja, ich habe es kapiert. Mann, das stört mich jetzt. Das war doch jetzt eigentlich eine gute Antwort, oder? Wollen die mich jetzt verändern? Die Frage ist immer, du weißt halt immer nicht. Du kannst manchmal überraschend ehrlich sein, weißt du das? Hä, wovon warst du so? Das ist echt peinlich. Stimmt, Takuma, bei ihm ist eher der Fall, dass er zu dumm ist, um zu lügen. Hey, das will ich von dir nicht hören. Trotzdem hört er immer ganz genau hin, was Dragmon zu sagen hat.
glaube schon, dass er eine ehrliche Seite hat. Aber ich sag lieber nichts mehr, sonst wird er wieder sauer. Aber genug von mir. Das macht's irgendwie alles nicht besser. Hä? Mich würde jetzt interessieren, ob ich da überhaupt einen Punkt abkassieren kann. Nein, nicht überspringen. Ich hab's jetzt überspeichert, oder? Fuck. Komische Hände, die aus dem Nebel kamen, darüber mache ich mir auch Sorgen. Dragmon, weißt du, wissen die anderen was das drüber? Ich weiß nicht so recht. Du weißt es nicht? Tut mir leid. Schon gut, du hast versucht, mich auf der Art aufzumuntern, danke. Kannst du sagen, was man will, aber Kaido und Dragmon sind ein gutes Team. Mein Ernst, Mann, was zur Hölle soll das? Ich kann komische SMS empfangen, aber nichts an irgendwen verschicken. Ist das bei dir auch so, Kaido? Ich bin also nicht der Einzige? Ja, das ist bei allen so. Wir haben überlegt, zu dem Funkturm zu gehen. Was, wir sollen Mio ihrem Schicksal überlassen? Wir sollten sie schnell retten. Hey Mann, du hast gesagt, du wartest bis Mittag, oder? Ja, ja. Achso, mit dem Dragmon kann ich gar nicht reden, ne? Ist wieder was im Schrank drin? Ich meine, ich könnte jetzt Agumon hinterher latschen, ne? Weil der ist ja scheinbar hier. Ist der hier? Ich würde gerne wissen, was der macht. Agumon ganz schön weit rausgegangen. Ich glaube kaum, dass er weitergegangen ist. Ich glaube, ich höre da was. Sei doch, dass er dahin ist. Das ist der, warum summt er hier draußen vor sich hin? Hey Agumon! Wow. Oh, Takumon, du bist das nur, du hast mich erschreckt. Na, tut mir leid, was machst du denn hier draußen? Tada, guck dir das mal an. Was ist das denn? Mittleres Grillgut. Die anderen aufheilen und habe ihr ganzes Zeug hier gefunden. Ja, das typische Grillzeug, was mitten irgendwo auf dem Boden liegt. Moment, du bist deswegen davon gerannt? Genau, weißt du noch, was du mir gesagt hast? Du hast gesagt, ich soll etwas für andere machen, was mir gefallen würde, um sie aufzuheitern. Sachen gesammelt, von denen sie vielleicht bessere Laune bekommen. Oh, klingt, als hätte sich Agumon auf seine Weise richtig viele Gedanken gemacht. Danke, Agumon, das wird ihm bestimmt richtig gut gefallen. Hoffentlich, das würde mich sehr glücklich machen. Okay. Nein, ich hätte... okay, das ist das Zelt jetzt nicht mehr. Aber ich schaue trotzdem im Wald vom Schrein, ob da irgendwas rumrennt. Also was soll ich tun? Vielleicht doch nicht so blöd. Dieser Schatten. Angriff! Das könnte irgendwas Gutes sein. Und was ist es? Ein bisschen kämpfen müssen wir hier auch. Ne, dass hier nur wer einschläft. Ich muss mir eine neue Tasse besorgen. Das sind ja nur die. Also Agumon ist die Vorhut. Labramon ist hinten dran. Dragmon vorne. Biomon links, Falcomon hier. Warte mal, ich habe Lobmon jetzt ja auch. Kann Lobmon digitieren? Sind mehr Kisten oder bloß eine? Wobei, die Kisten sind mir eigentlich immer noch ziemlich egal. Ich
muss mal schauen, wie das eigentlich geht, dass ich andere zum Entwickeln bringe. Sehr schön. Der auch nur. Da ist die Frage, warum entwickelt das sich am Ende in zwei Sachen? Wie kann ich das beeinflussen? Wahrscheinlich wegen der, wie sehr ich. Mama. Oh. Oh, der Arme. Ja, vielleicht entwickelt sich's auf 20. Das ist nicht mal wert, irgendeine normale Attacke auszupacken. So, entwickeln. Die Agumon hat einfach mal so fucking drei verschiedene Pokémon. Oh, was ist los? Wollen wir da kein Feuer speien? Treff ich den vor da? Warte, was war jetzt das? Ob eine Entwicklungsstufe freischalten kann. Das ist eine gute Frage, vielleicht später? Ich hätte schon irgendwie lieben gerne einen nein, falsche Richtung, ja, egal. Hä? Achso, da ist ein Stein im Weg. Ein Walkraymon. Alter, töte ihn nicht. Oh nein. Ah, sehr gut, ich komme hin. Beschwert sich wieder alle, du nimmst die Kisten nicht mit. Oder ist so eine fucking Salbe drin? Du kommst eh nicht hin. Du kommst aber hin. Oh, ich hätte ihn auch überzeugen können, fällt mir gerade ein, ne? Aber ich will den eigentlich gar nicht haben. Die meisten Virus-Digimon sind einfach nur ätzend. Ah, die haben dann auch Sprunghöhe, das habe ich unten noch gar nicht gesehen. Pflaster und Salbe. Oder ich brauche irgendwelche Entwicklungssteine oder irgendeinen Scheiß. Ah, da ist noch was. Edle Erznuss. Oh, warte. Ah. Wie gut, dass ich vorbeigeschaut habe.
Ausdauerpilz.